Hey Tim, wie stellst du deine Zukunft vor? Ich denke, ich werde es eines Tages zum Mond fliegen. Oh, das klingt cool. Ich denke, ich werde mal Eis erfinden, das nach Bratwurst schmeckt oder so. Das ist lustig. Weißt du, dass die Zukunft auch ganz viel mit der Zeitform der Sprache zu tun hat? Nö, warum? Weil es die Sprache auch in Zukunft noch geben wird? Ja, das auch. Aber ich meine, weil die Zukunft auch eine eigene Zeitform hat. Es wird Futur genannt. Aha, es passt sich also nur das rote Hilfsverb an die Person an. Das blaue Verb bleibt immer gleich in der Grundform.